Jo, moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf einer nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Ja, wir sind dabei mal wieder... Oh, was ruckelt das denn so? Was war das? Bin ich da irgendwo gegengefahren? Ja, wahrscheinlich. Wir sind immer noch dabei, Rinder zum Schlachter zu fahren, um einfach mal Sachen zu produzieren, Wurst und Fleisch zu produzieren. Wir sind auch dabei, die beiden neu gekauften, oder zwei der drei neu gekauften Felder, wir haben Feld 14, 16 und 18 gestern gekauft, da sind wir dabei, die zu düngen, weil die sind dann ja immer ungedüngt, wenn man sie neu kauft. So, ja. Fährt er jetzt vernünftig oder muss er sich zu lange einpendeln? Nö, das geht wohl. Das ist doch schön. Er fährt. Ja. Da sind wir bei, wie ich gerade sagte. So, was können wir denn noch machen? Wir können mal die Produktionen uns angucken gehen. Und zwar können wir mal bei der Brauerei. Nein? Bei der Brauerei. Mal vorbeigehen und mal gucken, wie viel wir da denn so haben. Ja. Sieht schon gut aus. Hier können wir auch noch richtig produzieren. Ja, aber so richtig. Das ist schön. Auch hier können wir noch richtig produzieren. Aber auch von allem noch mehr als genug. Also das gibt Kohle. Leute, Kohle. Und was macht die? Brennerei? Sieht's da aus? Naja gut, die ist ja nun nicht so... Gehört ja nicht zu den schnellsten, ne? Ihrer Zunft. Ja, aber oh, Korn ist doch schon ganz... Sind doch schon 6 Paletten fertig. Ist ja auch nicht so schlecht. Was macht denn hier Zucker? Oh. Zack, 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 zack. Zuckerrüben. 18% noch. Okay. Wie sieht es vorne aus? Beim Zucker. Ja. Die ganzen Deko-Zuckerrüben. Oh. Ja. Palettenplätze sind voll. Oder? Ne, noch nicht ganz. Nicht ganz. 2 Paletten können noch. Ja. Dann müssen wir hier auch mal den Zucker abholen. Was ist hier mit der Zellstofffabrik? Wie sieht's da aus? Hier haben wir ja erst in den letzten Folgen irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann genau, in den letzten Tagen, Wochen, haben wir ja hier erst viel abgeholt. Hier ist aber auch noch Kapazität. Das ist sehr schön. Bäckerei. Was sagt denn die Bäckerei? Okay. Backwaren. Wird produziert. Es wird alles noch produziert. Ist von allem noch da scheinbar. Ja. Nimmt er sich hier eigentlich das Obst? Oder muss ich erst einmal raus aus dem Trigger gehen und wieder rein? Ja, muss ich. Schade. Aber das können wir ja eben machen. Reichte das schon? An Obst oder war ich nur nicht richtig raus aus dem Trigger? So. Reichte wahrscheinlich schon.
mir prinzipiell auch erstmal egal. Paletten. Hier stehen keine Leerpaletten mehr. Aber es steht überall noch, dass er noch welche hat. Naja, gut. Oh, wir müssen erstmal wieder hier unseren... Ne, erstmal mache ich den hier. Ja, ich weiß. So, und leer ist er. Und wir schicken ihn auf Tour. Der ist fertig. Sehr schön. Kann er ja jetzt mal zu Feld 16 fahren. Feld 18. Dünger. Ja, das reicht noch. Der hat hier das große Feld gedüngt. Dann schafft er das kleine Feld auch. Feld 15 können wir eigentlich auch kaufen. Wir brauchen allerdings wohl keine Sonnenblumen. Aber dann hätten wir mal so ein bisschen die Felder, die so rings um den Hof liegen, ne? Naja. Nehmen wir mal. Hier durch zu meinem Feld 18. Ne, wa? Doch. Komm ich. Da ist es. Das Feld 18. So. Läuft doch. Das läuft, wie man so schön sagt. Wunderbar. Warum der jetzt angehalten hat? Kann mir das jemand sagen? Oh. Eine Wachstumsstufe. Na denn. Was ist denn auf... Ach, auf Feld 15 waren Sonnenblumen. Auf Feld 19 waren Zuckerrüben. Ja, da wollte ich jetzt aber keine Zuckerrüben anbauen. Ernten, meine ich. Da warte ich doch lieber noch. So, aber wir haben auf jeden Fall Feld 14, Feld 16 und Feld 18 gekauft. In der letzten Folge. Und düngen die jetzt. Beziehungsweise 14 ist schon fertig. 16 und 18 sind wir jetzt bei. Das ist doch sehr schön. Dann könnte man ja fast hier dieses Feld hier neben dem Feld 16, das Feld 29,
könnte man ja auch fast noch 28 auch noch kaufen und die zusammenlegen. Ich weiß bloß nicht, wie ich hier diese komischen Dinger wegkriege. Die komischen Büsche, die da sind. Das ist so ein bisschen schade. Aber hey, nicht ganz so dramatisch. Ich wollte bei den Holzproduktionen gucken. Gewächshäuser. Ja, ja, die arbeiten alle, das ist schön. Die produzieren. Hier muss ich mal wieder hin mit dem. Hier wird hier produziert. Ne, hier wird nicht produziert. Hier ist nämlich kein Holz mehr. Keine Holzpaletten. Die müsste ich mal verteilen. Kann ich aber nicht, weil ich nichts zum Verteilen hier habe. Das Sägewerk arbeitet auch nicht mehr, weil es keinen Platz mehr hat. So. Dem helfen wir jetzt erstmal. Indem wir jetzt erstmal hier ein paar Paletten hinschmeißen. Die holen wir dann später ab. Und die tragen wir mal eben darüber. Damit zumindest hier weiter Paletten gemacht werden können. Zack. So. Und schon können die hier wieder arbeiten. Und ich hole mir jetzt hier den Hakenlift-Truck. Und kümmere mich darum, dass hier überall bei den Verladestationen, bei den Produktionsstationen, bei den Palettenspawnern, dass da überall wieder das Autoload aktiviert wird. Und das gleiche machen wir jetzt bei den anderen auch mal eben. Damit die Spawner hier frei werden, damit hier weiter produziert werden kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hier bloß kein künstlicher Verkehr. Also kein KI-Verkehr. Schon funktioniert das, ne? Schon können wir hier vernünftig laden. Dann können wir mich wieder abkoppeln. Können den auch erstmal wieder wegfahren.
den brauchen wir dann hier erstmal nicht mehr. So, das haben wir, okay. Landei hat auch den Wartepunkt erreicht. Wie viele Rinder haben wir denn hier überhaupt noch? Naja, 40. Das sind noch zwei Ladungen. Die können wir hier noch schön wegbringen. Voll machen bitte. Und dann bringen wir den nämlich auch gleich wieder auf den Weg. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, auch wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Wünsche, Anregungen oder was auch immer. Über ein Abo freue ich mich natürlich ganz, ganz, ganz besonders. Ich habe irgendwie vor nicht mal 3 Wochen, ja, oder heute vor 3 Wochen, habe ich die 200 Abonnenten-Marke geknackt. Jetzt bin ich, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufzeichne, bin ich kurz vor der 300er-Marke. Ich weiß nicht, ob ich sie schon geknackt habe, wenn ihr sie euch anguckt. Ja. Ey, vielen, vielen Dank für eure Treue, fürs Angucken, fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes und für die Abos natürlich. Folgt mir gerne auch bei Facebook, friesenjung13. Besucht mich auf meiner Website, friesenjung13.de. Und ja, ist noch nicht ganz so viel Content drauf, kommt nach und nach. Wir schauen mal, was mir da noch so einfällt. Gerne auch Vorschläge von euch. Mods zum Download werde ich erstmal nicht anbieten. Da brauchen wir auch gar nicht erst nachfragen. Ich mache gerne irgendwelche Anleitungen, wie man irgendwas moddet, aber also wie man irgendwas umbaut. Aber ich biete erstmal keine Mods so zum Download an, weil ich da keine Freigabe für habe. Mehr aber, also ich habe auch noch nicht versucht, eine Freigabe zu bekommen. Und daher, ja, hier habe ich jetzt keinen Dünger mehr. Ist natürlich sehr schade. Ist gut, wie es da weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Muss ich mir ein bisschen Dünger kaufen. Nützt nichts, wir haben nichts mehr. Ja, und als Dank für fast 300 Abonnenten gibt es jetzt am 18. ein Multiplayer Livestream, einen offenen. Das heißt, es sind 5 Plätze frei in diesem Multiplayer Livestream. Darauf könnt ihr euch bewerben. Auf meiner Facebook-Seite gibt es dafür habe ich eine Veranstaltung erstellt. Da steht, was ihr machen müsst, um mitzuspielen. Ja, genauso gibt es hier auf meinem YouTube-Kanal gibt es eine Einladung zum Multiplayer-Livestream. Da steht auch alles bei. Und ihr könnt euch entweder unter diesem Einladungsvideo könnt ihr euch per Kommentar bewerben oder bei Facebook unter der Veranstaltung könnt ihr euch per Kommentar bewerben. Und am 18. um 12 Uhr mittags lasse ich dann den Zufall entscheiden, welche 5 Leute mitspielen. Die werde ich dann kontaktieren, werde den Zugangsdaten zum TeamSpeak-Server geben und werde denen auch einen Link geben, wo sie sich die Mods runterladen können, außer der Map. Die Map bitte direkt bei FedAction runterladen. Link kriegt ihr auch von mir, das ist überhaupt kein Thema. Aber ihr müsst sie bitte da runterladen. Und falls ihr die im Vorfeld schon runterladen wollt, denkt daran, ohne Gräben bitte. Ohne Gräben. Nicht die Version mit Gräben. Ganz wichtig. So, hier kann ich doch irgendwo Kunstdünger kaufen, oder? Ich weiß das gar nicht. Naja, seht ihr. Ich würde mich auf jeden Fall natürlich ganz tierisch freuen. So, wie war denn das?
irgendwo hier. Hätte ich jetzt wetten können. Oder war hier Saatgut? Ich bin noch gar nicht auf der Waage drauf, aber macht nichts. Ja. Gut. Ich krieg das schon hin. Ich schaff das schon irgendwie. Es würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Am Samstag. In diesem Sinne sage ich ciao.